Servus Leute, heute habe ich euch drei Raids zusammengeschnitten. Ich war auf Customs unterwegs auf meinem zweiten Account und habe die Setup-Quest gemacht. Das heißt, Kills mit der MP-Shotgun, Ushanka auf und Skeffeste an und ich habe das Ganze erledigt mit der MP153 und Flashette-Ammo. Bisschen teurer, 3000er Schuss, aber es lohnt sich. Flashette haut rein, wie ihr gleich sehen werdet. Und das waren drei Raids, in denen lief es wirklich, die habe ich hintereinander weggespielt. Hinterher lief es dann auch mal nicht so gut, aber die landen natürlich nicht auf YouTube, diese Raids, also... Ich habe euch die drei guten Runden zusammengeschnitten und es gab einiges an PMC-Kills und Flashette hat glänzen können und die Shotgun hat wirklich Spaß gemacht. Das ist leider nicht immer so. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Nee, Flashette spiele ich. Ich bin dekadent unterwegs, Black Series. So, mal sehen, ob wieder was spawnt. Kostet 3000, ne? Ey, es ist so krass, es ist schon wieder rausgespawnt. Auf meinem Main-Account renne ich hier rein und suche Schaller und er spawnt einfach nie. Ne? Und hier dreimal hintereinander. Oder zumindest ist irgendwas gespawnt. Seiner. Shit. Noch einer. Waren es drei? Flashette war eine gute Investition, habe ich das Gefühl. Ah, ist noch einer. Moment. Das war sein Rucksack, der da lag. Jetzt waren es drei, glaube ich. Eieiei. Puh. Hey, Martha. Mit Piranha weiß ich nicht, ob das so ausgesehen hätte.
Wieder zu looten ist halt wieder was anderes, ne? Das war ein Scav, alles gut. Ah, die haben hier einen. Ah, okay, deswegen lag hier einer. Die haben hier zwei Leute gekillt. Den Fight hatte ich gehört. Und jetzt waren sie alle am Looten und wurden alle zerstört. Richtiges Massaker hier, ja. Holy moly. War ein bisschen Kohle. Auto-Shotgun ist auch albern. Naja, was heißt albern? Die hat schon ihre Nachteile, so ist es nicht, ne? Mal gut aus. Oh boy. So, Leute. Wir mühlen mal. Ich glaube, Mule ist hier die richtige Entscheidung. Hinter dem Spieler. Da. Hui! Hui! Da gab es kurz mal die 10-fache Schwerkraft. Weg ist er. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler war, aber ich glaube schon. Also, wenn man es sich leisten kann, gönnt euch Flashette. Ich weiß es nicht, ob das ein Scav war. Ich glaube aber, es war ein Spieler. Long Ranger. Den hat es ziemlich in Erdboden gezwiebelt. So, schauen wir mal. Wieso nur mit der 1 und 3? Weil die 1. Zeige ich gleich, Moment. Ja, war ein Spieler. Nice, 4 Kills. 4 Kills die Runde. Let's go. Let's go. Weil die 153 einen sehr langen Lauf hat und dadurch sehr, sehr gute MOA-Werte, also Minuten, Winkelminuten, eine Genauigkeit. Das heißt, Flashette wird bei der 153er viel mehr gebündelt, so, ne? Bei der 133er ist so, bei der 155er ist so, bei der 153 ist so. Das heißt, es ist die beste Shotgun für Flashette und Piranha. Diese Panzerspiele müssen auch langweilig werden. So, Recce Card. Oh. Das gilt natürlich auch, ne? So, die findet hier keiner. Safe. Ah, bestens. Seht ihr das? Das Spiel wusste, dass ich ohne Rüstung reinlade.
Ne? Das Spiel wusste, es hat's geleckt, ich habe keine Ahnung. Kein Lag. Jetzt die vierte Runde hintereinander. Wenn es bei 38 laggt, ist nichts gespawnt. Wenn bei 38 kein Lag ist, ist was gespawnt. Rishala. Das ist auf jeden Fall Rishala. Alle mit der Nade, komm. Gib ihm. Das ist ein Spieler, what the fuck? Oh ja, soll mir recht sein. Doch nicht, Rishala. Soll mir recht sein. Da hinten ist Sturm angespawnt, hör das? Und Bobby-san, vielen Dank für das Follow, willkommen. Da ist immer noch einer drin. Sniper Scaff da oben. Der ist immer noch da drin. Ich muss da rein. Die wollten da oben reinspringen. Wo ist er? Hä? Flaschett, mein Freund. Tut weh im Gesicht, ich weiß. Der hatte Gier. Der hatte, glaube ich, Gier. Nein, 153er. Ganz wichtig. Spielt die 153er, nicht die 1. Oh, drüben. Ganz wichtig, die 153er zu spielen. Und mit der kann man Leute vom Sniper-Spot jumpshotten. Achtung. Tot. Na, geht glaube ich nicht. Wer weiß. Na, den hat's zerrissen, ey.
Einfach mit nichts. Ach, der hat Zero to Hero gespielt, irgendwie so ein Blödsinn. Wetten. Mr. Gooks. Wo kommt... Hä? Ich war doch da drin! Alter. Der war echt doch irgendwo da drin gesessen. Alter. Ich wusste, da ist noch einer. Es war gar nicht der. Ei. Der war nie tot, doch. Hat er sich nicht bewegt, als ich rein bin, oder was? Ey, shit. Die Tür ist normalerweise zu. Servus. Komischer Sound. Hat er geschaut. Netz ziehen ist eine gute Idee, Freund der Sonne. Nades ziehen auf die Distanz, es ist genau, darum macht man das nicht. Noch einer da hinten. Wuhu! Na, Freunde der Sonne, da ist noch einer. Wie viele sind noch hier? Wie viele sind denn noch hier, ey? Hello. You're right there? mit dem habe ich nicht gerechnet, ey. Der kommt echt vor. Ich dachte nicht, dass er kommt. Ist er tot? Nee. Das haben wir doch, unsere 4 Kills. Wundervoll. Wundervoll. Eieiei. Oh, Freunde, ey. Level 47, dein Ernst?
Du hast sogar Comtech 4. Hat sogar Comtech 4, ey. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie eine Bedrohung bin oder sowas, ne? Kann das sein? Die waren sehr, sehr von sich überzeugt. So eine, ist typisch für so eine Vierergruppe. Der in der Luft war eine für die Galerie, ja. Die kann ich nochmal richtig screenshotten. So. Guck mal, jetzt bloß die Dogtags von den beiden außen. Was ist er hier? Kein Mensch. Ach du lieber Gott, ey. Die Klappe, lass mich jetzt kurz looten. Muss einmal rausfinden, ob das Auto da ist. Scheiße. Das hätte mir doch jetzt viel geholfen. Oh Gott, ey. Hast du Flashett? Junge, du hast keine Reload-Armor, das ist ja kein Scheiß. Hier ran, ja. Okay. Dauert jetzt kurz. Das liegt ja am Boden, ne? Scheiß drauf. Hätte ich vielleicht woanders machen sollen. Anders kriegt man die Shotgun leider nicht leer. Ich will da kein Piranha drin haben. Gut.
Wie ist das? Sollen das alles hier rausbringen? Wie der geschaut hat, ey, wie er gedacht hat, da kommt sein Teammate. Unglaublich. Unglaublich. Okay. Kilo. Wir sind aber auch ready, ne? Passt. Jo, hilft nix. Wo müssen wir hin? Mein Strom wäre an, aber trotzdem. Jul, let's go. Wild. Waren wieder 4 Kills. Der in der Luft war einfach. Der war richtig gut. Ich sag's euch, Leute, Flashette ist die Lösung. Was für YouTube? Ah, würde sich was schneiden lassen, ne? Ich sag mal so, vorhin der 3er-Kill, diesmal der 4er-Kill, kann man doch auf YouTube schneiden, oder? Möglicherweise. Kommen wir mal Hallo YouTube draus. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Oh Mann. Macht mal Hallo YouTube, genau. Ja, Flashette ist schon nice. And I've been counting down.